Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat und nachdem ich euch gestern so ein erstes Feedback zu den gewerteten Gefechten gegeben habe, wo wir vor allem aber auch nochmal das Thema aufgegriffen haben, dass die Belohnungen in keinem Zusammenhang stehen und keinen Sinn machen, möchte ich heute mit euch ein bisschen über das Gameplay sprechen, weil die gewerteten Gefechte sind nicht per se schlecht. Wie gesagt, alles, was es dazu zu wissen gibt, wurde, denke ich, in den letzten Wochen reichlich besprochen, was so die Masse der Spieler von den Belohnungen für diese gewerteten Gefechte hält. Auf der anderen Seite finde ich persönlich schon, dass die gewerteten Gefechte ein schönes Element, ein schöner neuer Content sind, wenn es denn richtig angegangen wird von Wargaming und wenn das Feedback von der Community endlich umgesetzt wird, beziehungsweise endlich mal Zeichen von Wargaming selber kommen, dass man das Feedback gehört hat und dass man krampfhaft daran arbeitet, das Ganze für die gesamte Spielerschaft attraktiver zu machen. Jetzt möchte ich ganz kurz mit euch zwei Replays besprechen. Ich habe es gestern auf diesen Rang 5 geschafft. Von diesem Rang 5 kann man nicht wieder absteigen auf Rang 4. Also sowohl Rang 1 als auch Rang 5 sind fest. Und wenn ihr einmal Rang 5 erreicht habt, könnt ihr verschiedene Fahrzeuge ranken. Ihr könntet zum Beispiel jetzt das Objekt 260, ihr seht jetzt hier, ich habe 0 von 5 Sternen, gehe ich jetzt hier auf das Objekt 907, habe ich einen von 5 und wenn ich hier 5 Punkte voll mache, dann bekomme ich einen weiteren Punkt für die Rangliste, für diese besten Saison. Falls euch jemand, beziehungsweise falls ihr euch gefragt habt, warum denn der eine oder andere hier 5 Punkte hat und die, die ganz oben stehen, schon 8 oder 9 Punkte haben, das sind einfach Spieler, die schon auf ihr diversen Panzern diese 5 Chevrons verdient haben. Und das ist jetzt quasi das, was ich heute Abend angehen werde, nachdem ich es gestern schon mal ein bisschen probiert habe, aber vor allem gestern das Ziel war, auf Rang 5 zu kommen. Ich habe da jetzt zwei Replays für euch dabei. Das eine zeigt, warum diese gewerteten Gefechte tatsächlich Spaß machen und das andere zeigt, was es denn noch an Nachholbedarf auch gerade auf Seiten von Wargaming jetzt nur rein auf das Gameplay bezogen, was Wargaming da noch für Hausarbeiten hat. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Ja, wir sind unterwegs auf der Map Airfield im M48 Patton und wenn ihr euch mal umguckt, es gibt eine ganze Menge an Clan-Namen, die man so kennen sollte. YU, zweimal bei uns im Team vertreten. Im Gegnerteam ein bekannter deutscher Streamer, Harald, Grüße, falls du das hier siehst, an dich, aus dem Clan Works. Ansonsten, wie gesagt, Omni auch noch vertreten. Also es gibt eine ganze Menge, gerade auf dieser Spielerstufe gab es schon eine ganze Menge Clans, die man so kannte. Ich kann das Ganze jetzt hier mal so machen, dass ihr das seht. Und das ist jetzt ein Gefecht, was ihr so meiner Meinung nach im Random lange Zeit nicht erlebt habt. Es grenzt schon an Clan War und das war mein letztes Gefecht, der letzte Chevron, der mir zu Rang 5 gefehlt hat. Wollen wir mal schauen, wie das Ganze hier für uns gelaufen ist. Ich habe mich jetzt erstmal dazu entschieden, dadurch, dass das Gegnerteam doch deutlich mehr Heavys hat als wir, erstmal ins Zentrum zu fahren, vielleicht aber auch den gegnerischen Heavys so die Gasse verwehren. Auf der Karte hier würde ich sagen, ist man tatsächlich ein Stück weit im Vorteil, wenn man mehr Heavys hat. Ich habe da gleich aber auch noch ein anderes Beispiel für euch dabei. Also ihr seht schon, gerade so die Standardpositionen für Mediums werden in diesen gewerteten Gefechten, auf Stufe 5 ist das noch ein bisschen extremer, sehr, sehr frequentiert angefahren. Wir haben jetzt hier zwei Objekt 140, drei Objekt 140, leider habe ich den Schuss jetzt nicht anbringen können. Wir haben da drüben in dem Vogelnest eine Badshed, wir haben relativ viele E5, jetzt hier noch ein E5, der hier auf unserer Seite pusht und das Schöne, warum ich euch dieses Replay hier mitgebracht habe, ist einfach, man sieht, wie taktisch diese Gefechte sind. Sie sind in großen Anteilen lange Zeit, viele haben das als sehr Camp-lastig beschrieben. Ich persönlich würde es eher als sehr taktiklastig beschreiben. Das Problem ist, es wird sich halt, weil ihr jede Menge gute Spieler habt, erstmal gegenseitig beschnuppert. Es wird erstmal geschaut, was fährt denn der Gegner für eine Taktik. Und so schnelle Vorstöße wie das hier vom E5 werden in der Regel sehr, sehr schnell bestraft. Das heißt, man versucht erstmal Informationen zu gewinnen. Wo sind denn die Gegner lokalisiert? Wo sind die Gegner aufgestellt? Was für Panzertypen sind an welchen Positionen? Und dann versucht natürlich jeder Spieler für sich den bestmöglichen Spot, um Fehler zu bestrafen. Aber hier auf dieser Spielstärke werden gar nicht mehr so viele Fehler gemacht. Das heißt, ihr müsst Gegner auch teilweise zu Fehlern zwingen. Jetzt habe ich schon
10 oder 15 Spiele auf der Stufe 5 gemacht. Und da wird es noch ein bisschen extremer, weil da sind viele, viele Gegner, die jeden kleinen Fehler von euch sofort bestrafen und ihr erstmal die Gegner überhaupt zu Fehlern zwingen müsst. Also das ist mal ein ganz, ganz anderes Level Random Spielen, als wir das so vom EU1 oder EU2 Server kennen. Und das ist eine Sache, die finde ich persönlich sehr anspruchsvoll und die hat mir eine Menge Spaß gemacht. So, wir haben jetzt hier den E50, den können wir hier schon mal einen mitdrücken. Also wie gesagt, ich habe hier mit den Petten, seid ihr relativ gut auch aufgestellt. Gerade vor dem Hintergrund, dass wir eine ganze Menge offene Karten haben, der Petten eine sehr, sehr hohe Sichtweite hat, eine sehr, sehr schnelle Einziehzeit. Das größte Problem, was der Petten hat, ist, wenn ihr gegen zu viele Russen-Medium spielt, die in der Lage sind, Highdown zu gehen. Aber dadurch, dass das Gegnerteam jetzt auch Panzer wie den E50M, zwei Bad-Jets, E5 dabei haben, seid ihr mit dem Petten eigentlich ganz gut dabei. Und vor allem dadurch, dass das Game am Anfang meistens sehr, sehr vermeintlich Camp-lastig ist, also dieses Taktieren, dieses Warten, habt ihr mit dem Petten schon die Möglichkeit, den einen oder anderen Schuss auf Distanz anzubringen. Ich denke, ein E50M bietet sich da auch hervorragend an. Ihr müsst halt nur auf der Hut sein, weil dieses vermeintliche Gekämpe, in vielen Situationen, das habe ich jetzt lernen dürfen in den Gefechten, die ich in den gewerteten Gefechten abgeleistet habe, dass da irgendwann so dieser Momentum-Shift kommt, wo dann plötzlich nicht mehr abgewartet wird, sondern dann wird aus diesem verhaltenen Spiel pure Aggressivität. In dem Spiel hier ist es jetzt nicht so, aber in anderen Situationen, wenn dann genug Gegner aus dem eigenen oder dem Gegnerteam eine vermeintlich schwache Flanke gesehen haben, dann wird da sofort gepusht und Druck gemacht, also aber auch koordiniert meistens im Verbund mit mehreren Panzern. Das ist auch so eine Sache, die ihr häufig in den Standard-Random-Battles einfach nicht erlebt, weil die meisten Spieler einfach nicht in der Lage sind, die Situation so schnell zu realisieren. Und hier auf dieser Spielerebene habt ihr halt schon genug Spieler, die das sofort realisieren, wenn irgendwo eine Flanke zusammenbricht, um da reinzustoßen. Also das ist wirklich schon Tennis auf einer anderen Ebene, wenn man das so sagen darf. Und vor allem vor dem Hintergrund, dass jetzt in der letzten Zeit so viel nur über diese vermeintlichen Belohnungen gesprochen worden ist und gar nicht mal so sehr über das Gameplay, was mit den gewerteten Gefechten einhergeht. Da muss ich schon sagen, bin ich mehr als positiv überrascht. Ich hätte mir das ehrlich gesagt anders vorgestellt. Natürlich ist es auch sehr, sehr anstrengend und natürlich habe ich gestern im Stream in den 4 Stunden, die wir gewertete Gefechte gefahren sind, auch das ein oder andere Mal geflucht, aber ich denke, das ist ganz normal, weil dieser Bereich hoch competitive ist, also bedeutet, ihr wollt natürlich immer möglichst gewinnen. Und natürlich habt ihr auch hier in diesem Spiel, auch auf der Stufe 5, Gefechte, die schneller als 2-3 Minuten um sind. Zum einen, weil teilweise die Setups nicht passen, die Setups nicht ausgewogen sind. Und zum anderen, wenn eine Flanke unterbesetzt ist und das Gegnerteam in der Masse das schnell genug realisiert hat, dann kann man meistens schon 3-4 Panzer schnell rausnehmen. Und diesen Rückstand dann gegen extrem gute Spieler aufzuholen, ist häufig genug auch ein Ding der Unmöglichkeit. Und dann machen einfach die Leute mit der überlegenen Anzahl an Kanonen das Game. Also auch das werdet ihr häufiger mal antreffen. Aber das finde ich gar nicht so schlimm, gerade vor dem Hintergrund, dass ihr auf beiden Seiten unterwegs sein könnt. Ich habe jetzt auch noch nicht so schlimm festgestellt, das, was ich im Forum gelesen habe, dass es tatsächlich Leute gibt, die hinten abcampen und nur darauf warten, dass das eigene Team verliert, um dann am meisten Schaden zu machen und noch unter die Top 3 zu kommen. Also das habe ich so ehrlich gesagt noch nicht bewusst erlebt, sondern es wird schwer darauf geachtet, dass man keine Fehler macht von allen Seiten. Das stimmt, dass es manchmal ein bisschen zäh am Anfang ist. Der Beginn, gerade auf so Karten wie Malinovka oder Prokhorovka, hat man das schon sehr, sehr doll feststellen können. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe, gerade auf der Stufe 4 und 5, dass da Leute mit Absicht das Team hängen lassen, um dann am Ende darauf zu spekulieren, unter die Top 3 aus dem Verliererteam zu kommen. Also das ist mir so noch nicht passiert. Ich würde sagen, wir fokussieren uns jetzt mal hier auf das Gefecht. Es sieht eigentlich nicht schlecht aus für uns. Ich wollte gerade sagen, es steht 6-5. Jetzt steht es 6-6. Also, ihr seht schon, es ist auch nicht so wie im Random, dass hier einfach gnadenlos Schaden gefarmt wird und ein schlechter Spieler nach dem nächsten ausgezogen wird, sondern es sind halt alles im Schnitt eigentlich die Leute, die es hier auf die Stufe 4 und 5 geschafft haben, gute Spieler. Und von daher versucht natürlich jeder irgendwo so das Beste rauszuholen.
Man sieht das auch, dass viele von den Spielern, die hier jetzt in diesen Stufen unterwegs sind, schon sehr, sehr viel Clan War Erfahrung haben und Clan Wars sehr häufig auch ähnlich verlaufen. Da wird auch eine ganze Zeit lang erstmal abgewartet und irgendwann geht es dann zur Sache. Beziehungsweise manchmal ist man auch in so einer Part-Situation wie jetzt hier, dass es nicht vorwärts und nicht rückwärts geht. Wir haben jetzt oben noch einen T-100 Light, der spottet da so ein bisschen, aber ist auch isoliert gegen den Stritzwahn. Wir haben hinten den M48 Patton, der so quasi unsere Base absichert und den T-110 E5 unterstützt durch Snipe-Schüsse. Auch so ein bisschen der Garant ist, dass wir nicht jemanden durch unser Netz laufen lassen, der dann unser Arti rausholt. Das Gegnerteam ist relativ ähnlich aufgestellt. Die haben Objekt 140 und TVP, die da hinten die Base abcovern. Jetzt konnten wir hier durch den Centurion Action 10 einen der Stritzwahn rausnehmen, beziehungsweise den Stritzwahn, ein sehr, sehr ekliger Panzer in den Rank-Gefechten, musste ich auch feststellen. Also der Stritzwahn 103B, der ist schon schwer zu knacken, wenn er von kompetenten Spielern gefahren wird. Es wird jetzt alles darauf hinauslaufen, irgendwo Panzer aus dem Zentrum zu spotten und zu vernichten. Da konnten wir uns jetzt mal einen 2-Kanonen-Vorsprung spielen, aber haben auch gleich den T-100 Light verloren. Der M48 Patton hat hinten jetzt die Badget rausgenommen. Also Schlagabtausch. IS-7 hat unser Objekt 140 rausgenommen. Jetzt mag der eine oder andere sagen, hey Maus, was machst du da eigentlich? Du nimmst ja gar nicht aktiv am Gefecht teil. Was ich hier mache, ist, ich sorge dafür, dass unsere Badget und unser Centurion nicht überrannt werden. Ich arbeite zusammen mit dem Objekt 907 so, dass wir zum einen gegen das Objekt 140 und den TVP unterstützen können. Und auf der anderen Seite kann ich hier aber auch, wenn der Kranwagen oder der T110 E5 einen Fehler machen, in die Querfahrt schießen. Jetzt haben sie natürlich... wahrscheinlich wissend darum, dass die Mediums hier noch im Zentrum sind, sind sie außenrum gepusht, haben unseren E5 rausgenommen. Unser Patton hat jetzt Probleme da. Ich habe mir jetzt versucht zu signalisieren, dass er sich nach hinten runter droppen lassen soll, dass wir quasi die Position, die er da hat, aufgeben. Aber vielleicht hat er auch einen anderen Plan. Wir werden es gleich erfahren. Gut ist auch, was hier unsere drei anderen Mediums machen, die alle relativ low HP sind. Badget und Centurion, Objekt 907, sichern unten im Süden den Bereich ab vor den beiden Mediums, die das Gegnerteam noch hat, Objekt 140 und TVP. Wir müssen jetzt einfach in dieser Situation auch zuschauen, dass wir vielleicht unser Arti mit ins Boot holen. Jetzt haben wir da einen Spot auf den E5. Ich konnte jetzt einmal auf den E5 schießen. Jetzt muss ich mich sofort bewegen, weil ich gespottet bin und weil natürlich die Conqueror GC aus dem Gegnerteam auch nur darauf wartet, eventuell Schüsse machen zu können. Ich sollte jetzt eigentlich wieder zu sein. Der E5 ist so weit zurückgefahren, dass er mich auf jeden Fall nicht mehr gespottet hat. Also ihr seht schon, es ist... in weiten Teilen anderes Gameplay als im Random und das ist eine Sache, die finde ich macht unheimlich viel Spaß. So, ich bin jetzt schon wieder gespottet worden. Ich weiß jetzt nicht, ob das der TVP vielleicht war. Jetzt muss ich aufpassen, wenn mich die Arti jetzt trifft, dann bin ich gleich ein paar hundert HP. Ah. Da habe ich den Hit von der Conqueror GC bekommen. Ärgerlich, jetzt bin ich für jeden Panzer, der noch im Spiel verblieben ist, ein One-Shot. 10-9 steht es für unser Team. Objekt 907 hat die Position gewechselt. T92 konnte den E5 rausnehmen. Also ihr seht schon, es wird auch viel mit Verschieben gearbeitet. Es wird viel da über den Positionskampf gemacht. Jetzt war der Centurion, glaube ich, ein Tick zu aggressiv auf den Autoloader drauf. Wir konnten aber zumindest nochmal sein Ableben dadurch ausnutzen, dass wir jetzt hier nochmal einen Schuss auf den TVP angebracht haben, ihn somit auch zu einem One-Shot verwandelt haben. Jetzt ist nur noch der Kranwahn im Spiel, der noch ein Two-Shot ist. Jetzt ist er auch One-Shot. Also alle Gegnerpanzer One-Shot. Objekt 140 raus. Kranwagen im Gegnerteam auch ein One-Shot. Die drei Mediums gehen jetzt zu dritt Richtung Kranwahn. Und meine Idee war es jetzt an der Stelle, gegebenenfalls zu schauen, ob ich den TVP rausnehmen kann.
Meistens sind das in diesen Spielen auch nur Nuancen. Ihr verschiebt euch eine Position nach vorne, ihr verschiebt euch eine Position nach hinten. Ihr schaut, ihr arbeitet die ganze Zeit mit der Minimap, schaut, wie sich eure Panzer verschieben, wie sich die Gegner verschieben, was für Informationen könnt ihr erhalten, ohne dafür HP zu lassen. Also das ist schon, wie gesagt, Spielen auf einem ganz, ganz anderen Niveau. Und ich muss sagen, das ist mal eine schöne Abwechslung und auch ein gutes Training, wenn man gegen seinesgleichen spielt, gegen Spieler, die es einem nicht so einfach machen wie die meisten Spieler im Random. Von daher muss ich sagen, bin ich eigentlich ziemlich froh, dass es diesen Spielmodus gibt. Wie gesagt, wie er umgesetzt worden ist, da hat Wargame auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Nachholbedarf. Was müssen wir? Da haben wir jetzt den TVP gespottet. Er hat uns auch gespottet. Das bedeutet, dass wir uns jetzt hier ganz, ganz schnell aus dem Staub machen müssen, bevor uns jetzt die Conqueror GC trifft. Aber sie sollte hier eigentlich nicht eingeaimt sein. Wir haben jetzt so die Badget da unten, die quasi den Kranwahn belauert. Der TVP kann auf jeden Fall so jetzt noch nicht auf die Badget schießen. Der M48 Patton covert so ein bisschen meine Bewegung. Bis zu dieser Ecke hier unten kann er mich noch unterstützen. Danach wird es schwierig für ihn, mich zu unterstützen. Jetzt hat er das auch gesehen, dass er mir jetzt keine Hilfe mehr sein kann und unterstützt jetzt die Badget. Also, ihr habt lauter Spieler, die mitdenken und das ist einfach, wie gesagt, es ist einfach eine schöne Sache, dass man auch mal auf diesem Niveau spielen kann. Der Patton hat mich so lange gecovert, bis ich hier um die Ecke rumgefahren bin. Dann hat er selber gesehen, er kann mich jetzt nicht mehr covern und versucht jetzt hier die Badget zu unterstützen. Geht auch nicht auf direkten Wege, sondern versucht da außen rum zu fahren, um den Kranwahn zu überraschen, zu überlisten. Ich versuche jetzt hier quasi in dieser 1 gegen 1 Situation die Snapshot-Fähigkeit von dem Patton gegen den TVP auszunutzen. Wir sind beide One-Shots füreinander. Jetzt geht es halt darum, wer erwischt wen auf dem kalten Fuß. Und da haben wir den TVP erwischt. TVP-Geschichte. Jetzt gehen die beiden Mediums zusammen auf den Kranwahn. M48 hat den Kranwahn rausgenommen. Wir haben jetzt die Arti gespottet und das sollte das eigentlich gewesen sein. Also es war ein Arbeitssieg. Es war vor allem ein sehr taktischer Sieg. Viel rumtaktiert aus beiden Teams. Die Gegner haben sich eigentlich gut verschoben. Wir haben uns gut verschoben. Und so ist dann mal wieder seit langem ein sehr, sehr spannendes Spiel entstanden. Und wie gesagt, das ist so eine Sache, warum ich diese gewerteten Gefechte extrem schätze. Wir haben jetzt hier an der Stelle 3700 Schaden machen dürfen, 2 Kills und haben das Spiel recht knapp gewonnen. Das war jetzt mein Aufstieg in Level 5. Jetzt habe ich nochmal, weil ihr werdet alle, die von euch schon gewertete Gefechte gefahren sind und die es vielleicht noch tun werden, werden natürlich auch Negativbeispiele erleben. Ich habe jetzt mal eins für euch dabei, nochmal ganz kurz, um euch zu zeigen, wo die gewerteten Gefechte auf jeden Fall auch noch Probleme haben. Ja, in diesem Gefecht sind wir unterwegs mit unserem 113er auf der Map Wadi. Und wer jetzt mal sich so kurz die Team-Setups anschaut, der sieht schon, woran dieses Spiel bzw. dieser Modus auf jeden Fall noch krankt. Wir haben auf beiden Seiten identisch starke Spieler, alles Level 5 bzw. Rang 5 Spieler, alles Leute, die sich durchgebissen haben. Aber wir haben auf unserer Seite 10 Heavies und auf der Gegenseite haben wir 9 Mediums. Das bedeutet, dass wir auf einer offenen Karte ein extremes Ungleichgewicht der Panzerklassen haben. Und jetzt muss man kein Professor sein, um festzustellen, auf einer offenen Karte, wenn alle den gleichen Skill haben und alle wahrscheinlich auch sehr, sehr starke Crews auf ihren Panzern sitzen haben, dass man dann mit Heavies in den sauren Apfel beißt, wenn man gegen eine Übermacht an Mediums kämpfen soll, die einen vor allem outspotten, die einen, was den Schadensoutput angeht, mit der DPM outdamagen. Also wir haben jetzt hier schon mal von der Conqueror ein 309er Brett gefressen. Ihr seht es auch schon, so ein bisschen Map Control mit den Heavies einzunehmen, mit diesen extrem langsamen Heavies, vor allem Panzerkampfwagen 7, 2x Typ 5 schwer, VK7201, eine Maus, E100, 2x113er und im Gegnerteam, wie gesagt, extrem viele mobile Panzer. Wir haben einen einzigen Medium, einen M48 Patton und das war's. Wir haben zwar noch zwei T100 Lights, aber die haben halt einfach nicht das Schadenspotenzial und eigentlich auch nicht die Genauigkeit, um mit den Mediums mitzuhalten. Vor allem haben sie auch gegen die großen Mediums wie 907, Objekt 140 kaum Chancen, wenn die Halldown stehen können, sie effektiv zu penetrieren. Also das hier wird ein sehr, sehr kurzes Gefecht und dieses Gefecht ist
meiner Meinung nach nicht entstanden bzw. entschieden worden, weil das eine Team deutlich schlechtere Spieler hatte oder das andere Team deutlich bessere Spieler, sondern ganz einfach, weil hier ungleiche Teams gegeneinander gekämpft haben auf einer Map, die das mobilere Setup favorisiert. Wäre das Ganze jetzt hier gespielt worden auf Himmelsdorf oder Ruinberg, dann bin ich mir ziemlich sicher, hätte unser Team das extrem schnell gewonnen. Ich lasse das Ganze jetzt hier mal ein bisschen schneller laufen, mal zwei. Nur, dass ihr so einen groben Eindruck bekommt, was noch falsch läuft. Und es wäre ja nicht schwer gewesen, durch den Matchmaker diese Teams an gleichen Spielern, an gleich starken Spielern, die wir jetzt hier haben, so zu verteilen, dass die Mediums gleich verteilt sind und dass die Heavies gleich verteilt sind. Das ist eine Sache, da muss Wargaming auf jeden Fall nochmal die Hausaufgaben machen, weil schwer kann das nicht sein. Wir haben derzeit nur eine Tierstufe, alles ist Tier 10, alle Spieler sind von gleichen Rang, gerade jetzt hier auf der Tierstufe 5, und da kann es nicht sein, dass wir quasi so eine Ungleichverteilung auf diversen Karten haben. Wie gesagt, damit meine ich noch nicht mal jetzt, dass wir jetzt das Verliererteam sind, sondern ich hatte es ja gerade schon angesprochen, wenn es auf einer Stadtkarte so ausgetragen worden wäre, dann wäre es halt ein Auto-Lose fürs Gegnerteam gewesen. Und das ist eine Sache, gerade wenn es um Ranked, also gewertete Gefechte geht, um Competitive-Modi, dann kann es nicht sein, dass solche Umstände dazu führen, dass ein Team von vornherein eigentlich ein Auto-Lose erwarten darf. Und da sind wir rausgenommen worden und das Gefecht geht 15-2 für das Gegnerteam aus. Ich denke, das war zu erwarten, wenn gleich starke Spieler aufeinandertreffen. Wir hatten hier Leute dabei von Odem Mortis, von Ideal, von Ersop, meine Wenigkeit. Also jede Menge eigentlich guter Spieler, aber das Setup hat uns einfach in die Knie gezwungen, weil im Gegnerteam halt auch dementsprechend gute Spieler am Start waren, die einfach mit ihren Mediums mit uns kurzen Prozess gemacht haben. Das mal so ein Punkt, den ich jetzt hier in die Richtung Wargaming adressiere, dass ihr gegebenenfalls auf jeden Fall nochmal euren Matchmaker überprüft. Das kann eigentlich nicht so schwer sein, das zu skripten, dass jetzt hier die Panzerklassen nochmal fair verteilt werden, wenn wir ohnehin schon gleiche Tierstufe und gleiche Skill-Level haben. Ja, das war von mir jetzt mal so ein Video, dass ihr ein bisschen Gameplay gesehen habt aus den gewerteten Gefechten. Im Großen und Ganzen bin ich eigentlich sehr positiv überrascht von dem Gameplay, was man da erleben darf. Und ich werde auf jeden Fall jetzt auch die nächsten Tage weiter Ranked Battles fahren, um einfach noch ein bisschen tiefer einzusteigen, um vielleicht auch so ein Gespür für die Meta zu bekommen, weil es doch gänzlich anders gefahren wird als die normalen Random Battles. Ich kann euch nur sagen, probiert's einfach aus, sofern ihr einen 10er habt. Übt weiterhin Kritik, das ist wichtig, aber auf der anderen Seite sollte man sich dem neuen Content auch nicht sperren, weil nur so kann man konstruktive Kritik üben, und ich denke, konstruktive Kritik hilft allen besser weiter, aus diesen gewerteten Gefechten vielleicht dann doch noch eine positive Sache zu machen. Falls es euch weitergeholfen hat, falls es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein!